So. Wie backe ich damit, das spiele ich auch irgendwann mal kaputt. Huh. So wie Dungeon Lords. Aha. Ja. Bum, bum, bum. Wo will ich hin? Nachher zu den Indianern. Vielen Dank, dass ihr den bösen Bärengeist besiegt habt, der meinen armen Mann so geplagt hat. Spüren können, dass böse Geist von meinem toten Tier abgelassen haben, da es mir schon viel besser gehen. Danke, habe ich das gegeben möchte, ich durch das geben möchten. Sein sehr mächtiges Zauber bei meiner Familie. Ach, vielen Dank. Riecht zwar ein wenig nach Tatze, ist aber sehr hübsch. Soll nur als Schmuck gut sein. Bloß er macht den Anhänger stecken. Sehen werden Bleichgesicht. Toll. Was kann denn das? Bildschaft 5, wenn er fest daran glaubt, hab ich den Aufwand an MP und steigt den Geist. Ja, natürlich auch was für ihn. Naja, da die beide irgendwie genug Magie haben. So ist auch gut. Der sagt immer noch dasselbe. Ja. Gut, dann geht's weiter. Da lang. Ach ja, richtig, da darf ich ja nicht lang. Sonst hier vorbeischleichen. Es sind zu viele. Ach komm bitte, ich fackel einfach den ganzen Wald ab. Wo ist das Problem? Diese Weichei-Methoden hier. Oh. Naja. Ich muss sagen, wir laufen weiter. Alter, ich bitte, dann können wir gleich einen Büffel spicken. So. Ich sehe da oben noch, was ich haben will. Achtung, hier geht es schon auf äußerst spitzer Stöcke. Also hier. Ja, das Zeug wird gleich noch wichtig werden. Was ist das denn da unten? Ist das ein... Kann ich das auch mitnehmen? Ha, eine Moorrübe. In der Tat. Gut, dass ich so ein scharfes Auge habe. Nein, also... Was haben wir da hinten denn noch? Nichts. So, das lohnt sich schon mal total. Und ich singe es. Täusche mich oder scheine jetzt hin und wieder riesige Steine abzustützen. Und besser die Beine im Auge behalten, wenn wir unten lang spazieren. Wenn wir ihnen lang spazieren. Die Fallen sprechen schon immer scheiße. Deswegen habe ich es bis heute nicht gelernt. So, da hinten haben wir noch so einen. Hihihi. Auf! Hör auf damit, in der Bärenfalle rumzuspielen! Wenn passiert einfach von euch beiden halt was! Och. Wir wollen doch nur spielen. Gab's aber noch eben. Alwetter, brechen die Ladenstein. Ihr Verdacht! Herr Professor! Mein Stück Stein! Gestein! Oho, so langsam kommen Sie meine verschwurbelten Gelehrtensprache auf die Schliche überliefer. Okay. Ja. Dann geht's jetzt auf zum lustigen Sammelspiel. Was war denn da hinten noch? War da hinten noch irgendwas? Eine Bärenfalle. Alter, Spitzbuben oder ihr meine Leute? Schatten, von Magwitz! Das wurde ich aus der Gegend. Was weißt du? Kann man dir trauen? Bist du verblüffert? Sicher! Nur gucke ich gleich so indigniert. Niemand zweifelt deine Fähigkeiten an. Also gut, Leute, ich hab den Esel gehört. Und jetzt! Entweder was Wesentliches verpasst haben oder kurz eingedickt sein! Stehe, seid euch lange genug allein in der Wildnis, um die Weisheit des Esels zu schätzen. Ja, dann starten wir die Begrüßung noch einmal neu. Guten Tag, mein Name ist Lia Strumpf. Dann von! Schick mal Tier nicht ständig mit einem Stiefelgeballer, Junge! Lia Strumpf, hoho, ich bin der Wein. Sie haben mir doch gesucht. Ist doch keine Vertreter! Allerfalls die Vertreter des Guten, um eine kleine Anmaßung Raum zu geben. Wir, nein, die Welt benötigt ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten schwer, Herr Lia Strumpf.
Eine Gruppe wurde ausgesandt, die zu finden und zu werben. Lederstumpf und bla bla bla. Es trifft sich! Ich wurde nun bald von dir weg. Weg von mir. Richtig! Ganz schön abrücken! Das ist ein klitzekleines Problem. Was verstehen Sie denn klitzeklein, mein Herr? Übelste Pfannen von Schuggen, die es auf mit Gold abgesehen hat. Also die Schuggen? Ich dachte mir schon, dass ihr ihnen begegnet sein müsst. Pfannen ist kaum zu übersehen. Haben wir mit ihnen diesen Stauch, die auf sich. Ganz einfache Geschichte. Ich habe Gold gefunden, die Kerle haben. Weiß der Teufel wie, davon mitbekommen. Und nun trachten sie nach meinen Schätzen. Wie möglich, dass sie eben jetzt zuschlagen. Normalerweise kann ich dir einmal die Gegend mit ein paar Spezialitäten versehen. Da ich wohl kaum eine höhere Jugend unbewacht lassen kann. Soll ich denn? Soll ich denn nur, Kerl? Wasch echter Tremper. Bin natürlich ein profunder Fallsteller, Freundchen. Kannst ein paar spitzen Ästen, eine schöne Fallgrube bauen, dass sie die Augen übergehen. Soll sich jede Übermacht empfindlich treffen, bevor sie überhaupt hier angelangt ist. Wenn das weit nichts ist, gehen sie ruhig und bauen ein paar Fallen auf. Wir wachen so lange wie die. Na, nicht so vorsichtig. Wenn ich Sachen zusammensuchen und aufstellen soll, müsst ihr euer ganz ungehörigen Pfeil allein lassen. Bleib in meiner Höhle voller Gold. Also, ich habe eine andere Wahl, das ist zu vertrauen. Ja, uns nicht zu vertrauen. Kerbs, weil ich weiß, ob ich euch voll ganz vertrauen kann, dann soll ich einfach auch nicht die ganze Zeit über die Höhle machen. Echt eigentümliche Logik, wie wir scheinen. Ja, toll nicht. Also, es sind fallen Sachen zusammen, dass sie sich fallen bauen lassen. Dann bringt mir das doch her, weil du so lange wache. Ich brauche mal das aufzustellen. Was für Sachen haben sie dabei gedacht? Hör dich zu an, Greenhorns. Nutz an den Kopf und... Große Gissekacke. Die Burschen machen sich angriffsfertig. Hey, wie mein? Ihr lässt von dir aus beurteilen. Bin ich der Meister Späher oder der Bursche? Also, halt euch. Auf schnellste alles in der Umgebung. Zusammen, das als Fallmaterial taugt, und bringt es mir her. Ich muss mir das Zeug für 4 Fallen besser machen. Sonst ist die Übermacht zu groß. So, wir müssen jetzt ganz schnell ganz viel Zeug sammeln. So, und da hinten, da war ein Stein, ne? Können wir den mitnehmen? Großen, schweren Stein, jawohl. So, dann gucken wir mal hier unten. Und nehmen mal das Vieh hier mit. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht. Ich nehme natürlich die raune Wert, meine Zeit läuft mit, ist klar. Wäre sonst langweilig. Ah, hinten war doch auch noch was. Jawohl, das nimmt auch noch mit. Spitze Stöcke. Ha, damit piekse ich mir am Ende noch ein Auge aus. Ha, der war lustig, der Witz. Lacht. Wir nehmen natürlich die Bärenfalle hinten mit. Und natürlich den Stein da oben nehmen wir auch noch mit, weil er noch schöner schon liegt. Seinen großen was auch immer Felsen. Und das Seil brauchen wir natürlich auch noch. Natürlich in der Zeit nicht speichern, weil warum auch? Miss entwickelt ja nicht speichern lassen, hast du das auch so? Nimmst ein Seil, jawohl, weil wir noch eins mitnehmen können. Oh oh, 13 Sekunden, das wird eng, das wird verdammt eng. Ja, die habe ich beim ersten Mal leider nicht mitgenommen, als ich die ersten Stöcke holte. Aber da kann man jetzt nichts machen. Wir holen sie aber beim zweiten Mal, laufen ganz schnell, ganz schnell. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, nein. Dann gehe ich mal ganz schnell wieder rauf. Sonst ist hier auch nichts mehr? Nein. Habt ihr alles zusammengesucht? Und? Zeig mal her, was ihr habt! Gute Arbeit, Klinos! Da kann ich die Gegend mit 7 Fallen bestücken! 175. Das heißt 175, das klingt so, als würde noch was fehlen würde. Ah, hier, bau mir keine Lieblinge auf. Pass auf, dass ich doch versuchen, in die Höhle einzudringen. Braves Tier. Ah, das wird sie überraschen. Ich glaube, ich habe irgendwas für das Ziel. Schlimmster Schleuche wünsche ich, dass er hier reintritt. Ups, da bin ich ja gar nicht allein. Fertig, was ihr schon wisst, die bis hier oben hin schaffen. Dafür habe ich gesorgt. Da, sie kommen. Raten! Also, wir sind da alles tückisch. Wird wohl kein Zucker schlecken, zu seinem verdammten Berg zu kommen. Schnell wir das hinter uns bringen, dass er wieder Zeit hat für seinen Tricks. Er gilt, und was passiert, rennen weiter. Schlingel wird nicht, klar? Gut,
Dann bilden wir jetzt die traditionelle Strolchenreihe. Vorwärts bitte die Strolche auf zu Gold. Ih, zieh doch meine Schuhe an. Weiter. Ja, die laufen natürlich einfach übers Loch. Himmels Willen, Hank, Henk, da ist mir noch $2 geschuldet. Ich hang davon. Weiter, immer weiter. Egal, ich weiß, wo der hin ist. Weiter. Ja, das sieht man auch gar nicht, diese Falle, ne? Ist groß. Schau mal, also doch halbe Sachen. Alles klar, ich vorwärts. Jan, ein paar Monologen haben es doch auf meinem Berg geschafft. Ach, da hinten war noch eine Bärenfalle. Ja. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Die hatte ich ganz vergessen. Wie konnte ich die vergessen? Die muss ich natürlich mitnehmen. Das geht jetzt nicht. So, vielleicht schaffen wir dieses Mal alle. Wenn nicht, laden wir einfach nochmal. Ihr habt doch eh nichts anderes vor, gibt doch zu. Und ihr habt es genau so gemacht, als ihr es gespielt habt. Sag es nicht, ihr habt es nicht so gemacht, als ihr das erste Mal gespielt habt. Sehr unerhört. Eine Bärenfalle. Nichts. So, dann laufen wir mal schnellstens weiter, damit uns die Zeit nicht gleich wieder ausgeht. Und lachen dabei ganz heiter. Meine Reime sind so toll. Die reimen sich voll. Ja. Ich weiß gar nicht, wie war das mit dem Stinktier? Was müssen wir denn da noch machen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ein paar spitze Stöcke. Noch ein paar spitze Stöcke. Also irgendwie habe ich jetzt wieder irgendwas vergessen, oder? Bestimmt habe ich jetzt wieder irgendwas vergessen. Wisst ihr, wo habe ich den Stein da oben eingesammelt? Ja, habe ich. Mit dem toten Vieh konnte man auch irgendwas machen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Sehen wir ja gleich. Ja, also, 8 Fallen. Ja, das kennen wir alles schon. Ja. Sonst keine Ahnung, ob da noch mehr Licht. Was konnte man denn mit diesem vergifteten Vieh nochmal gleich machen? Weiß gar nicht. Ach, leck mich. Ja, wir laden da gleich nochmal. Wenn ich gerade schon rausfliege, kann ich die... kann ja gleich mal in die Komplettlösung schauen und schauen, ob man noch mehr mitnehmen kann. Ob man kann es. Ja, das könnte jetzt noch ein Stündchen dauern, bis ich das alles habe. Ein großer Schwernstein, ja, wohl nehmen wir ja mit, ne? Ich hatte ihn bis erfangen! Fangen wir vielleicht zum Schluss. Was da drauf kommt, ein Eichhörnchen zu fangen. Also wir brauchen 2 Steine. Ersten haben wir. Ich habe so ein leichtes Ruckeln im System. Wir nehmen mit eine Bärenfalle. So, gut. Ich sammle nicht zuletzt ein. Oder später halt. Ein Seil. Okay. Läuft gut, läuft gut. Sehr schön. Nein, nicht hängen bleiben. Das kostet doch Zeit. Wertvolle Sekunden! Schnell! Da ist doch ein Bett drin! Dann laufe ich unten rum. Da ist doch gar nichts. Zeitverschwendung! Komm her, du scheiß Vieh! Oh, komm her! Ach, ich hasse dich! Na also, noch weiter geht's. Schau ich mal runter schon mal. Ich nehme ein paar spitze Stöcke mit. Und nochmal spitze Stöcke. Es fehlen mir noch einmal. Nein, spitze Stöcke fehlen mir keine mehr dann.
Ich nehme da hinten das Seil noch mit. Dann habe ich die Seile komplett. Dann nehme ich noch das hier mit. Und weil es kann, auch noch das Ding. Und hoffe dann, ich habe alles. Das Eichhörnchen will ich auch noch mitnehmen. 25 Sekunden noch. Komm her, du Fuckvieh. Fuckvieh. Mistvieh. Naja. Ich darf das sagen. So, habe ich jetzt alles? Ich hoffe es mal. Brauchen wir einen Grizzly! Das ist bitteschön saftig! Material für 10 Fallen gefunden! Yeah, das war alles. Mehr geht nicht. Braver Esel, ja. Ah, das wird sie überraschen! Achso, ja. Ist ja trotzdem wieder dasselbe. So, nochmal. Aber in schön dieses Mal. Ja, kennen wir schon. Ihr lauft jetzt übers Loch. Da wie sei ich Hörnchen ab. Ja, genau. Ach so. Bist du draußen? Rapphuhn? Was? Ich hab dich gelesen, verdammt. Naja, weiter geht's. Und tschüss. Ja, ja. Oh nein, Tom, ich möchte dich irgendwie Opa. Ja, genau. Langsam wird's dünn, ne? Ich hab's gewusst, Joe macht doch halbe Sachen. Ja, zu zweit, toll. Dann. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Viel Spaß, was wir dran gekriegt haben, alter Mann. Alter, das müssen wir dir jetzt zeigen. Halt! Ihr habt gleich meine Rekruten! Damalig erst, Freundchen, auf ihn! Präriestrolch, das ist, glaube ich, das ist jetzt. Ach, was soll's. Ist es nicht so, als ob die irgendwie mächtig wären, ne? Ach so, es braucht jetzt nur noch die Hälfte alles. Schon gewundert, warum, hä? Ist auf einmal alles so niedrig. Das sind dieselben wie vorhin, oder? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Schön, dass wir sie noch einmal erkannt haben. Hieb, wen auch immer. Gruppenhallo 3, wenn ich schon mal bemerkt habe, ich hab. Nein, klarstellen! Bin schlimmer, viel schlimmer als die furchtbarste Falle! Ach, wie ich das hasse. Ach, wie ich das mag. Und tschüss. Immer noch nicht. Langsam ist ja mal Zeit hier. Oh, es tut so weh. Immer noch nicht. Mensch. Ach, jetzt stirb doch endlich. Ja, aber war das, du jetzt stirbst? Na, also. Aha, das ist keiner übrig geblieben. Das ist ein großartiges Team. Sei ich einfach süchtig. Bist du bleibst mir mein liebster Kamerad? Wir haben wirklich ordentlich Hilfe, Freunde. Weiß gar nicht, ob ich da ganz alleine so leicht den Stein fertig geholt wäre. Warte einen Moment. Ich will schnell die Gegend säubern. Mag's nicht, mit allen Büschen Schunkel da hängen. Ah. Oh Teufel, den hat's aber erwischt. Es ist ja mal mehr oben und unten auseinanderzuhalten. Eine kleine Weile angefüllt mit Gebrabbel und notwendigen Naturverschönerungsarbeiten kehrt die Stumpf zurück. Sie gingen wirklich schockenfroh rein. Aber vielen Dank. Sag ich was, ihr habt euch da etwas verdient. Kommt mal mit. Ich hab Lust auf Esel. Kiste voller Gold, aneinander zu stellen, ein gewaltiger Schatz. Der flackernde Lohe steht jetzt in Nahrung. Minentagebuch Astag. Dieser Esel hat ein goldenes Näschen. Während ich noch Wasser suche, schaut er ein wenig an der Bergflanke rum und legt eine Gold frei. Zweiter Tag. Das kleine ist zäh und widerspenstig. Es wird mich eine große Mühe kosten hier. Willst du reinschauen? Komm mit unspektakulär und bin gespannt. Sieh doch bereits mit eigenen Augen, wie es ausgegangen ist. Nur ein paar Trepperutensilien, Ersatzwaschbären, Schwänze, vorgemufte Lederware aus dem Hause, fleckiges und speckiges, ein Wörterbuch für Eselslaut und andere Dinge.
Dann spreche ich so ein paar Stollen fast wie von selbst in einem Fels. So was? Nee, was davon übrig geblieben ist. Ich brauch so eine Uni nicht mehr. Verdank! Hier ist eine Dynamitkiste. Keine Stollen viel von Goldstaubnüsse über. Ja, ja, kennen wir schon. Eine beschichtete Bratpfanne, wo die Schicht bei näherer Betrachtung aus den gesammelten Resten früherer Mahlzeit zu bestehen scheint. Wollig weiche Wolldecke. Oder kann ich umsonst schlafen? Verdammt. Ich habe ein ganzes Geld in den scheiß Nachtdinger, Übernachtungen, im Hotel verschwendet. Ärgerlich, ärgerlich, nein. Nein. Ein Blick, könnt ihr wohl wieder stehen? Warum steuere ich so hart, wenn ich meinen Berg heranten? Schätze! Es sitzt auf dem Schatz! Wo es blinken überall! Gefällt! Das ist eine ganze Menge, die ich aus dem Berg gekratzt habe. Was immer noch auf meinem Schätzen sitzen kann, habe ich teilweise euch zu verdanken. Noch ein Teil und redlich verdient. Nimm das Dank. Das als Dank. Sei ordentliche Menge Gold. Gib mir den Ruck. Für dich und den Esel bleibt doch genug. Da, nimm die ganze Kiste. Sei enorm mehr Gold. Das ist durch und durch einzunehmender Schatz. Falls ihr nach allen Anstrengungen müde seid, oder auf meiner Britsche ruhig aufs Rohr. Verdankt! Wie nur überdrängen, ihr als Rekruter besprochen Stanz zu dienen! Wie gesagt, ich werde Esel 30 fertig, da mein klitzekleines Problem gelöst ist. Ich bin nichts mehr weg, bin euer Mann! Yeah. Schieße hier nochmal einen Kram zusammen, sag mir einfach Bescheid, dass es losgehen kann, Freunde! Aus leer. Bis zum letzten Krümel in Taschen gewandert. Ja, und ich glaube, ich mache dann so langsam mal Schluss für heute. Ich mach Schluss, Leben ist scheiße. Ja. Was wollte ich denn noch mitnehmen? Nein, das kann ich nicht mitnehmen. Oh Gott. Oh, die habe ich schon mitgenommen. Weil ich so gut bin. Gott, bin ich gut. Verdammt gut. Unglaublich gut. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie gut ich bin. Eine Zubereitungsutensilie für raubbeinige, echte Westernküche. Sammeln den Dreck. Krustenpanzer über der Haut stützt es leidlich gegen die kalte Nächte in der Wildnis. Nein, mein Weg ist ein Bäckchen darunter liegen können. Ja. Michael, du denkst aber jetzt leer? Eine leere Flasche. Das ist der Pfeifenkraut. Ich kenne auch einige Flaschen. Ja, das war's dann. Gehen wir mal zu den Holzfällern da oben. Schon eine kleine Weile ist, wo den Storchen gehört. Kerl kann das schon einstellen, aber Luke, der Erfolg hat verkriegt. Mit unserer Hilfe, Leutnant. Mit unserer Hilfe. Great, dann können wir endlich wieder zur Atmen wagen und unsere Arbeit aufnehmen. Vielen Dank. Aber wir können voll Kaster finden. Aber gehört, da werden ein paar tüchtige Holzfälle gesucht. Ich schätze, das könnte was für uns sein. Eine viele Luftveränderung haben wir auch mal immer wieder nötig. Kommt Jungs, auch noch voll Kaster. Wir müssen es einfach gehen, ne? Und die Achsen alles liegen lassen. Ein wenig Holzabfall ist ein Gestell aus Wumpstichigkeit besteht. Ja. Mache ich auch immer so. Ich lasse meine Axt und alles, was ich so gehackt habe, immer liegen. Ne? Also wenn ich mal wieder gerade den halben Wald umhack. Mache ich ja öfters mal. Ne? So, wir kassieren noch ein paar Helden ein gleich, wenn wir schon dabei sind. Jetzt haben wir die Sträuche endlich in das Schloss und Riegel. Ganz schön voll da drin. Aber mir gefällt! Ich hab die Kohlen und ich rede hier von einer gewaltigen Menge. Hab hier! Kompletten Goldschatz im Gepäck! Na, wie wird man denn? Das ist mir gewaltig in der Pupille. Haha, so kommen wir ins Geschäft. Her, du Zaster. Da ist über Dollar. 100, 200. Hey, was kommt danach? Glück für uns beide, Digger. Alles gut. Ich hab den Abfang gefüllt. Wir sind dabei. Hey. Aber Bescheid, wenn es losgehen soll. Wir werden uns nicht auf die Zeit vertreiben. Ja. Gut. Dann hätten wir die auch eingesackt. Die Person, die ich immer noch nicht verstehe, wenn die darstellen sollen. Ha, aber egal. So, wer wollte da jetzt von uns Holz? Ja, ja. Ah, komm her. Nee, das war er nicht. Wer war denn das jetzt, Mensch? Ja. Kann sie noch um Stunden handeln? Die hacken da schon mal Holz. Oh, Ruck! Danke, Mister. Sie haben einen ziemlich guten Job vermittelt. Ja, ich bin wie das Arbeitsamt, nur besser. Mit Holzfällen mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut.
Gut. Danke für die Ausfälle, die sie mir geschickt haben, Sir. Das sind wirklich durch die Burschen. Wenn nicht knausern, zu einem kleinen Dankeschön ausdrücken. Bitte, Sir. Jetzt 2 Zündmittel. Ui. Bin begeistert. Hat sich fast schon gelohnt. So. Ich brauch dann noch ein paar Büffel. Lalala. Mit meiner kleinen Miniatur-Riesenkanone. Ich brauche aber 50, ne? Nicht 20. Hm. Ja, toll. Ja. Okay, ab ins Vor. Hab etwas, um das Tor aufzusprengen. Hatte eine Mietkiste. Ein vorzüglicher Plan, Senorita. Mit Sprengladung käme ich aus, also werde ich die Zündung übernehmen. Ihr Blick ist lediglich, die Ladung zu platzieren. Bringen Sie das Dynamit genau in der Mitte des Tores an. Dort wirkt seine Explosionskraft ganz besonders in unserem Sinne. Dort wirkt. Dynamit, wo soll denn noch verwendet werden, wenn die Zündung erfolgen kann? Übernehme ich. Sobald sie mir an Ort und Stelle ist, sollten 5 Handgriffe reichen, es explosionsfertig einzurichten. Achten Sie aber darauf, nicht von den Wachen gesehen zu werden. Fassen Sie zusammen. Dynamit vor Turmmitte ablegen, 5 Handgriffe tätigen, unentdeckt bleiben. Muy bien, sobald das Dynamit präventiert ist, kommen Sie wieder zu mir. Ich zünde dann, Amigos. Ja, genau, systemisch nicht, weil dieser riesige Kaktus mich verdeckt. Ergibt Sinn. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich muss noch 1-2 darüber. Der Lichtbalken ist ziemlich schnell. Ah, so geht's nicht. Ja, ja. Bla, bla, bla. Hahaha. So. Ah. Bleibt das Dynamit liegen? Ja. Das Map, das sehen sie natürlich nicht. Glück, der habe ich das präparierte Dynamit wieder umgeworfen. Suchen wir unser Glück noch einmal. Ja. Warum laufe ich überhaupt darüber? Bin ich total bescheuert? Ja! Ich würde... Ah, leck mich. Ich laufe natürlich voll rein, weil ich so schlau bin. Meine unglaubliche Schlauigkeit. Ach. Bin nicht nur schlau, sondern auch noch dämlich. Und das zur selben Zeit, ja? Da guckt er, da wird er neidisch. So muss doch mal so. So. Und wir müssen wieder ganz nach oben scrollen. Ja. Und was? Und das Tor springen wir das nächste Mal auf und machen diese kleine Festung noch platt. Ich habe für heute lang genug aufgenommen, glaube ich. Ich muss dann mal ins Bett. Es ist spät. Aber egal. Ja, das war's für die Reise ins All. Heute mit ein paar kleinen Kurzunterbrechungen. Ist immer schlimm mit diesen illegalen Downloads und Nein. Ganz harmlose Kinder. Okay, das trifft jetzt in eine Richtung ab, die ich besser nicht erwähne. Egal, das war die Reise für All, ins All, fürs All, ach, das Ding da halt, nur das komische Spiel da. Für heute, ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.